Beim Chemieriesen BASF findet am Donnerstag die Hauptversammlung statt. Im Zuge dessen bin ich gefragt worden, ob ich nicht mal die Aktie analysieren kann, und genau das werde ich gleich tun. Chartzeit allerseits. Heute ist Dienstag, der 23.04. und wir schauen auf die Aktie von BASF. Denn Alf Hitchcock hat im Chat gefragt: Hallo Martin, noch ein kleiner Blick auf BASF vor der Hauptversammlung am Donnerstag wäre prima. Ansonsten wieder tolle, nachhaltige Analysen heute. Danke, Jens. So, Jens, dein Wunsch ist mir quasi Befehl. Wir schauen auf die Aktie von BASF. Wie immer, auf dem Monitor im Hintergrund blauer Kursverlauf BASF-Aktie im Vergleich mit dem, ja, ich würde es mal türkis nennen, DAX über die letzten 52 Wochen. Der DAX knapp 14% Kursgewinn, die Aktie von BASF immerhin knapp 11%. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre vom Gefühl her weniger gewesen bei mir. Ich hätte gedacht, boah, Chemie läuft so schlecht im Moment. Da kommt die BASF-Aktie sicherlich nicht an die Kursperformance vom DAX ran, aber sie ist wirklich nur knapp darunter. Und schon alleine deswegen ist es vielleicht Grund genug, hier mal zu schauen, wie es denn aussieht von Seiten der Analysen, was wir für die nächste Zeit hier erwarten können. Vielleicht sei das schon mal vorweggeschickt, dividendenmäßig sieht es bei BASF relativ gut aus. 3,40 Euro sollen da wieder gezahlt werden. Und vielleicht zeige ich euch in dem Atemzug auch noch mal ganz kurz, wie ihr, wenn ihr an einer bestimmten Position eine Aktie kauft, wie ihr da eure persönliche Dividendenrendite berechnen könnt. Ich habe einfach mal den Taschenrechner hier reingeholt und wir rechnen 3,40 Euro angedachte Dividende durch den aktuellen Kurs der BASF-Aktie von 51,07 würde bedeuten, wenn man jetzt die Aktie kauft, hätte man eine persönliche Dividendenrendite bei 3,40 Euro von 6,65%. Und das ist alles andere als schlecht, und damit ist die Aktie zumindest mal interessant für jeden, der ein Dividendendepot hat und gerne gute Zahler da drin haben möchte. Jetzt werden wir gleich mal einen Blick werfen auf die Gewinn- und Umsatzentwicklung bei der BASF. Und zwar haben wir da vor einiger Zeit die Zahlen bekommen zum vierten Quartal und damit dann auch die Zahlen zum Jahresabschluss. Ich habe es mal kurz hier reingeholt und ich glaube, man sieht es ganz gut. Wir haben hier Umsätze gesehen in der Größenordnung von knapp 69 Milliarden Euro. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Das sind 21% weniger als im Vorjahr und das zieht sich durch den gesamten Bericht durch. Wir haben ein bereinigtes EBITDA, das ist 29% unter dem Vorjahreswert gekommen bei 7,67 Milliarden. Und wenn wir uns das normale EBIT anschauen, dann stehen wir hier bei 2,24 Milliarden und das ist sage und schreibe fast 66% weniger als im Vorjahr. Das heißt, Umsatz in 2023 rückläufig, Gewinne noch stärker rückläufig. Am Ende sehen wir also, wir haben hier einen Free Cashflow generiert von 2,7 Milliarden. Auch der war rückläufig. Und davon sind tatsächlich 2,2 Milliarden schon im letzten Quartal entstanden, im vierten Quartal 2023. Und der Free Cashflow ist auch das, was die Anleger, glaube ich, ein wenig enttäuscht hat. Weil wenn wir auf den Ausblick schauen, dann sehen wir für den Ausblick von 2024 ein EBITDA, was jetzt erwartet wird zwischen 8 und 8,6 Milliarden. Das würde also bedeuten, wieder einen Anstieg von dem Wert etwas über 7 Milliarden, den wir in 2023 gesehen haben. Man geht also davon aus, wieder ein wenig mehr zu verdienen. Aber der Free Cashflow, der soll jetzt hier nur reinkommen mit 0,1 bis 0,6 Milliarden. Und da hatten die Analysten 1,56 Milliarden auf der Uhr. Der Grund ist natürlich hier recht schnell gefunden. Wir haben einen ziemlich hohen CapEx, also eine ziemlich hohe Investitionsquote, die hier gefahren wird. Und wenn wir mal einen Blick werfen auf die einzelnen Segmente, das sind die 6 Segmente, in denen man hier die Aktie oder das Geschäftsfeld von BASF unterteilen kann. Da haben wir den Bereich Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition and Care und Agriculture Solutions. Das sind die 6 großen Bereiche. Und da sehen wir, fast überall werden hier bemerkenswerte Anstiege
erwartet. Im Bereich Chemicals sehen wir hier deutliche Anstiege gegenüber dem EBITDA vom Vorjahr, also von 2023. Im Bereich Industrial Solutions sollten wir kräftige Anstiege sehen und auch beim Bereich Nutrition and Care werden kräftige Anstiege erwartet. Leichte Anstiege im Bereich Materials und ein leichter Rückgang im Bereich Agriculture Solutions. Und bei Surface Technologies geht man davon aus, dass die Gewinne ungefähr gleich bleiben zum Vorjahr. Also sehen wir, im Schnitt werden höhere Gewinne erwartet. Deswegen kommen wir natürlich auch auf ein höheres Jahres-EBITDA als in 2023. Aber, und das sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite, Segment Cashflow, sehen wir überall deutliche Rückgänge. Egal in welches Segment wir reinschauen, in jedem Segment wird ein deutlicher Rückgang des Cashflow erwartet. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wenn wir hier mal drauf schauen auf den Cashflow, dann sehen wir, in 2023 hatten wir hier noch einen Cashflow von 7,7 Milliarden. Der Free Cashflow, der lag bei 3,3 Milliarden und der Rest ist eben an die Shareholder rausgegangen. Also 2,7 Milliarden waren wir hier im Free Cashflow und 3 Milliarden sind an die Aktionäre rausgegangen. Im Durchschnitt liegen wir bei 3,3 Milliarden im Free Cashflow und bei 7,7 Milliarden im Cashflow insgesamt, also im Cashflow durch Geschäftstätigkeit. So, und jetzt gehen wir ja davon aus, dass wir im nächsten Jahr nur noch einen Free Cashflow zwischen 0,1 und 0,6 haben. Das würde bedeuten, dieser gelbe Balken, der fällt ganz klein aus. Der Grund dafür ist, dass man gerne möchte, dass dieser graue Balken gleich bleibt. Also das Geld soll an die Aktionäre rausgegeben werden. Und selbst wenn jetzt über die einzelnen Bereiche nicht genug Cashflow generiert wird aus operativem Geschäft, ja, dann können wir davon ausgehen, dass über den Verkauf der DA Wintershall hier genug Kapital reingekommen ist, um zumindest mal auf Sicht der nächsten anderthalb, zwei Jahre hier die Dividende konstant zu halten. Von daher würde ich mir von der Dividendenseite bei BASF schon mal keine größeren Gedanken machen. Ansonsten, ja, wir sehen das hier für 2023 sind 3,40 Euro wieder geplant. Es waren zu dem Zeitpunkt hier 7%. Jetzt ist die Aktie ein bisschen angestiegen. Wir haben es gerade gerechnet, 6,6% sind es momentan ungefähr. Man bleibt also dabei, dass man auf jeden Fall eine stabile bis weiter steigende Dividende hier haben möchte. Ich denke, wir werden eher sehen auf die nächsten Jahre, dass das stabil bleibt. Ich glaube nicht, dass wir deutliche Rückschlüsse sehen oder deutliche Rücksetzer sehen in der Auszahlung der Dividende. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir dynamische Anstiege sehen. Denn das, was bei BASF eigentlich über die letzten Jahre das Geschäftsfeld bestimmt hat, ist, dass sich die Art und Weise oder zumindest die geografische Lage, wo die Hauptumsätze generiert werden, dass sich das so nach und nach verschoben hat und sehr viel ist in Richtung Asien gegangen. Wir haben also relativ viele Umsätze, die in Asien gemacht werden. Man versucht, dem Rechnung zu tragen, indem man auch neue Produktionsstätten jetzt in China baut. Da hat man also relativ viel Cash vom CapEx, was dann auch in diesen Bereich geht. Also man muss versuchen, das ganze Segment ein wenig umzustellen, dass man, ja, ich sag mal, die Hauptproduktionsstätten, die bei uns hierzulande situiert sind, dass die eher für Europa verwendet werden und dass man dann für den asiatischen Markt Produktionsstätten hat, die dann auch irgendwo in Asien sitzen. Vom CapEx, das ist das, was ich gesagt habe, müssen wir damit rechnen, dass das hoch bleibt. Ja, das sehen wir hier, 24 und 25 liegen wir so bei ungefähr 6 Milliarden, die hier direkt investiert werden. Erst ab 2026 wird das dann weniger. Da liegen wir dann im Bereich 4, 2027 dann irgendwo bei 3 Milliarden. Also wir sehen, das Kapital, was hier neu investiert werden muss bei BASF, das ist recht dynamisch, da geht also ziemlich viel rein. Jetzt können wir noch mal kurz schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat über die letzten Quartale hier von Seiten Umsatz und Gewinn. Da sehen wir jetzt hier, ja, das sind diese letzten vier Quartale, die eben auf diese 7,6 Milliarden EBITDA gekommen sind. Das sind also diese vier Quartale hier aus 2023. Sehen wir aber auch, der Umsatz, der kommt hier auch kräftig zurück, scheint aber momentan hier den Boden zu finden. Und das ist auch das, was wir nochmal gehört haben vom CEO von BASF, der ja nach der Hauptversammlung, soweit ich das weiß, zurücktritt, der also sein Amt dann niederlegt, das an den Nachfolger übergibt.
Und der alte CEO hatte sich nochmal in einem Interview dazu geäußert und hat relativ klar gesagt, er geht davon aus, dass hier ja im Prinzip der Boden in diesem Nachfragerückgang drin ist. Denn man sieht wohl relativ gut, dass der Preisverfall gestoppt ist. Wir hatten das über die gesamten letzten Quartale, dass wir immer wieder gesehen haben, wir haben diese deutlich rückläufigen Preise einfach, weil die Nachfrage nicht mehr da war. Und dieser Nachfragerückgang ist gestoppt und damit ist auch der Preisverfall gestoppt. Und von daher sind wir gerade dabei, so ein Plateau aufzubauen, von dem aus das ganze Geschäft dann wieder ein wenig ansteigen kann. Und ich denke, wenn wir sehen sollten, dass das Geschäft in Asien anzieht, insbesondere in China, dass da die Nachfrage wieder anzieht, dann werden wir relativ schnell recht gute Zahlen bei BASF auch sehen können. Und dann könnte auch die Aktie nochmal kräftig profitieren. Also das ist jetzt erstmal das, worauf wir hier achten müssen, dass wir wirklich sehen, dass Umsatz und Gewinn nicht weiter rückläufig sind. Wir können natürlich hier auch nochmal auf die Bewertung schauen. Da sehen wir jetzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre. Und da waren wir hier im Hochbereich nach Corona, nach diesem Nach-Corona-Anstieg, den wir hier gesehen haben, lagen wir so ungefähr bei einem 25-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis, sind dann über die nächsten Monate hier sehr dynamisch nach unten gekommen, bis so in den Bereich 6, 7 vom Kurs-Gewinn-Verhältnis. Jetzt aktuell stehen wir bei 14. Jetzt muss man sagen, 14 ist jetzt kein super Schnäppchen mehr für BASF, ist aber auch noch nicht zu teuer. Von daher wären hier durchaus noch Bewertungspotenziale vorhanden. Und vor allem, wenn wir jetzt sehen, über die nächsten Quartalsberichte, über die nächsten ein, zwei Quartalsberichte, dass vielleicht die Gewinne auch wieder ein wenig ansteigen, dann kommt natürlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei potenziell gleichem Aktienkurs wieder zurück. Dann sehen wir also, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse wieder rückläufig sind, so wie wir das hier auch gesehen haben zu den Earnings. Na, das sind hier die Earnings-Termine, wo wir dann sehen, dass diese Striche hier so sehr stark nach unten gehen, dass die Kurve ganz dynamisch nach unten läuft. Das ist typischerweise dann, wenn in den Quartalsberichten bekannt gegeben worden ist, dass wir eine Gewinnsteigerung hier vermelden können. Das heißt, bei der nächsten Gewinnsteigerung können wir davon ausgehen, Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wieder rückläufig und das könnte dann auch zu neuen Käufen in der Aktie führen. So, und damit würde ich sagen, werfen jetzt mal einen Blick auf den Aktienkurs von den Charts her. Da fangen wir mal hier an mit dem Wochenchart. Da seht ihr vielleicht, da hatte ich hier schon mal in die Aktie so ein großes Dreieck eingezeichnet auf Wochenbasis. Als wir dann hier nach unten auch ausgebrochen sind, war das relativ klar, dass sich die Bewegung erstmal noch weiter fortsetzt. Und dann sind wir ins größere Unterstützungslevel reingelaufen. Hier in dieses Level bei 38. Das hole ich hier mal als Support-Level rein. Hier die 38, das war ein sehr, sehr gutes Unterstützungslevel, an dem die Aktie hier hängen geblieben ist. Und dann in dieser letzten Abwärtskorrektur, die hier gelaufen ist in 2023, mehr oder weniger über das komplette Jahr 2023, haben wir kurz vor Erreichen dieses Support-Levels gedreht. Und seitdem sieht das Bild übergeordnet auch ein wenig anders aus. Ja, wir haben also hier eine ansteigende Sequenz. Na, das sieht man hier ganz gut. Wir sehen also, dass wir relativ deutlich hier nach oben laufen und sind im Moment in einer Korrektur verortet. Und diese Korrektur, die gefällt mir im Prinzip auch ganz gut, weil die ist auf ein ganz klares Support-Level hier zurückgesetzt, auf diese letzten Hochs. Und das können wir uns jetzt auch noch mal auf dem Tageschart ein bisschen genauer angucken. Ja, das sehen wir jetzt hier. Wir stehen ganz kurz vor den Earnings, deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig auch nochmal sein. Na, zusammen mit der Hauptversammlung läuft das Ganze dann hier. Der nächste Tag ist dann quasi Ex-Dividende. Also charttechnisch bin ich ein bisschen hin und her gerissen und ich erkläre euch kurz warum. Dafür hole ich mal nochmal mein anderes Zeichentool hier dazu. Also wir hatten uns gerade angeschaut, dass wir auf einem Support-Level hier aufgesetzt haben. Das ist dieses Unterstützungsniveau hier. Ja, das zieht sich im Prinzip von dem letzten Hoch hier drüben, von diesem letzten Hoch bis zu diesen beiden Tiefs hier nach unten oder im Prinzip bis zu diesen zwei Hochs hier unten. Diese drei Niveaus, die bestimmen das Unterstützungslevel auf der Unterseite. Dieses Niveau hier bestimmt das Unterstützungslevel auf der Oberseite. Also der ganze Bereich zwischen 49,50 und knapp 51 Euro hier ist Unterstützungsniveau. Das würde bedeuten, wenn man sich jetzt das große übergeordnete Bild anschaut,
Wir kommen von hier unten und laufen in eine intakte Aufwärtssequenz und sehen jetzt im Prinzip einfach nur einen Rücksetzer auf dieses letzte Ausbruchsniveau, von dem aus wir durchaus wieder nach oben laufen könnten. Das wäre die große übergeordnete Betrachtung. Das würde sich auch ergeben, wenn wir auf die Indikatorenlage schauen. Da sehen wir nämlich, hier ist der Görsch-Trend noch klar positiv und wir sind hier in einen deutlich überverkauften Bereich reingelaufen. Wir haben also jetzt im Prinzip übergeordnet in einem intakten Aufwärtstrend eine Konsolidierung. Sollte die Konsolidierung jetzt beendet sein, haben wir eine gute Chance, wieder in die übergeordnete Trendrichtung die Long-Positionen aufzubauen. Das Problem, was ich im Moment mit dem Aktienkurs habe, ist das hier, nämlich dass wir nach diesem sehr starken Momentum, nach dieser hohen Dynamik, die wir hier gesehen haben, im Moment das nur schaffen, in eine Konsolidierung reinzulaufen. Und wenn ihr euch diesen Einzelpart hier anschaut, ich vergrößere den nochmal ein bisschen, dann ist das eine bearische Konsolidierung. Das ist eine Bear Flag, die wir hier sehen. Also, erste Move nach unten, dynamisch, viel Momentum. In der Korrektur sehen wir kaum Kursbewegung. Und wir sehen, dass das Volumen hier deutlich rückläufig ist. Das spricht dafür, dass das eine Korrektur in Richtung der letzten Momentumbewegung ist. Würde bedeuten, wir müssen nochmal das hinnehmen, dass wir hier tiefere Kurse sehen. Das könnte uns vielleicht ja, jetzt an den unteren Bereich führen, den wir uns gerade angeschaut haben, also das untere Ende der Unterstützungszone Richtung 49 bis 49,50. Das wäre diese Zone hier. Ja, das wäre so das nächste Level, wo man drauf schauen müsste, wie sich der Kurs da verhält. Aber das ist das Problem, was ich im Moment mit dem Kursverlauf habe. Und dabei will ich euch noch was anderes zeigen, nämlich den saisonalen Verlauf der Aktie von BASF. Und den haben wir hier. Das ist der typische saisonale Verlauf der BASF-Aktie. Und da sehen wir diese letzte Aufwärtsbewegung, die hier gelaufen ist. Die ist gar nicht so unerwartet. Ja, wenn man sich mit den Saisonalitäten beschäftigt, denn wir haben typischerweise hier saisonal über die letzten Jahre, und das ist immer so seit 2007, schaue ich mir das Ganze hier an bei den Aktien, übergeordnet aufwärts gerichtet. Ja, und was haben wir gesehen? Eine übergeordnete Aufwärtsbewegung in der Aktie. Aber jetzt kommen wir hier in einen Bereich, in dem wir typischerweise ein saisonales Hoch drin haben und in eine Abwärtsbewegung laufen, und zwar bis in den September rein typischerweise. Und die BASF hält sich ganz gut an diese saisonalen Vorgaben. Und das ist der nächste Punkt, der mir hier eben ein bisschen aufstößt. Diese Momentumbewegung, die Abwärtskonsolidierung, ja, also diese Konsolidierung gegen die letzte Abwärtsbewegung, die wir gesehen haben, das sieht so ein bisschen aus wie das, was wir jetzt hier bisschen versetzt, ne, saisonal erwarten können und dann die nächste Bewegung nach unten. Und das würde bedeuten, dass wir hier dann doch nochmal fallende Kurse sehen könnten. Also fundamental sieht das Ganze so aus, dass wir damit rechnen können. Energiepreise sind zurückgekommen, die Gaspreise sind deutlich niedriger. Wir hören von Seiten der Geschäftsführung, dass der Preisverfall erstmal gestoppt sein könnte. Und von daher haben wir eine ganz gute Kombination, geringere Rohstoffpreise, also geringere Energiepreise für die Produktion, stabile Verkaufspreise und wenn das Ganze eben wieder nach oben läuft, dann auch gerne steigende Verkaufspreise, wenn die Nachfrage anzieht. Und dann sollte auch der Aktienkurs hier davon profitieren. Ich würde, wenn ich jetzt irgendwo hier auf dem Weg eine Position aufbauen würde, ich gehe dafür vielleicht nochmal auf den Wochenchart, ja, wenn wir hier jetzt irgendwo im Rücksetzer, wenn es vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter runterkommt, so Richtung 47, 48 Euro, eine Position aufbauen, ich würde nicht sehen wollen, dass der Kurs nochmal unter dieses 38 Euro Niveau fällt. Wenn der Kurs unter die 38 Euro fällt, dann setzt sich im Prinzip diese große abwärtsgerichtete Bewegung fort und dann sollte man das Ganze auch aus dem Depot nehmen. Das heißt, hier muss man im Moment bereit sein, ja, so ein Risiko von rund 25% auf die Aktie zu nehmen oder man versucht eben zu einem tieferen Niveau hier reinzukommen, zu 48 oder so, dann haben wir noch so ein Risiko von 20-21%, die wir nehmen müssen. Aber das ist im Prinzip das, was man der Aktie an Raum geben sollte, wenn man die als Investment hier im Depot hat und gerne auch von diesen 6% Dividende was haben möchte, dann sind das die Chart-Level, die eben interessant sind. So, das wäre es gewesen für heute. Ich bedanke mich bei euch, sage bis morgen, macht's gut und bye bye.
Musik.